Wer die Pforte zur Urschweiz passiert, dem künden diese Urgesteine an, dass die Alpen nicht mehr fern sind. Sie gelten als Wahrzeichen des Kantons Schwyz und der Mythos, der sie umgibt, ist um Welten größer, als ihre Gipfel überhaupt in die Höhe ragen. Nichtsdestotrotz sind sie freistehend und bieten eine grandiose 360 Grad Rundumsicht. Sie konnten schon so manchen Wanderer, ganz egal ob groß oder klein, für die Bergwelten begeistern. Auch in der Kunst und Literatur sind sie prominent vertreten. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Friedrich Hölderlin und Meinrad Inglin beschäftigten sich mit ihnen intensiv. Ihnen wurde sogar ein Theaterstück von Herbert Meyer gewidmet. Es existieren zwei namensverwandte Gipfel mit insgesamt vier Kuppen, die Wanderer und Bergsteiger gleichermaßen entzücken. Zwei von ihnen teilen jeweils den Namen mit dem Namenszusatz Großer bzw. Kleiner davor. Die restlichen beiden können als Vorgipfel bezeichnet und als Spitzen umschrieben werden, da sie im Namen jeweils mit Spitz enden. Einer von ihnen konnte einigermaßen gezähmt werden und wurde so für den Tourismus weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die anderen drei sind Klettern und Alpinwanderern vorbehalten. Nicht nur uns Bürger, sondern allen Politikern im Lande ist der berühmte Gipfel namentlich bekannt. Im Nationalratssaal der Eidgenossenschaft schmückt ein überdimensional großes, ja schon fast bühnenartig inszeniertes Bild, welches sie hinten am Horizont zeigt. Genau, ich spreche von den Mieten, wie sie von den Bürgern des Kantons Schwyz genannt werden. Ich bevorzuge es hingegen, sie wegen dem Mythos, der sie umgibt, als Mythen zu bezeichnen. Während dieser Tour freue ich mich darauf, wenn du mich auf dem Bergwanderweg hinauf zum großen Mythen begleitest. Für den Startpunkt der Tour gibt es verschiedene Optionen. Variante 1. Start in Bruni auf einer Höhe von 1100 Metern. Es geht alles dem Wegweiser entlang nach Holzegg. Das ist meine gewählte Route im Video. Variante 2. Direkt bei Holzegg beginnen, auf einer Höhe von 1405 Metern. Dazu benutzt man die Luftseilbahn von Bruni nach Holzegg. Variante 3. Von Rotenfluh aus loswandern. Man startet hier auf einer Höhe von 1571 Metern und läuft herunter nach Holzegg. Dazu benutzt man die Rotenfluhbahn in Schwyz, Station Rickenbach. Variante 4. Von Iberg-Reck auf einer Höhe von 1410 Metern aus starten. Dorthin gelangt man entweder mit dem Postauto vom Bahnhof Schwyz aus oder mit dem eigenen Auto. Mit dem eigenen Auto kann man dafür über Schwyz oder Einsiedeln fahren. Im Iberger Reck befindet sich ein großer Parkplatz. Kannst du dir vorstellen, wie der Wegverlauf zum Berghaus des großen Mythen aussehen könnte? Die Tour im Überblick. Schwierigkeit T3. Bergwanderweg laut SAC Wanderskala. 47 Kehren, hauptsächlich auf der Südflanke.
500 Meter Höhendifferenz von Holzegg aus. Weg teilweise exponiert, aber gut gesichert mit Geländer und Ketten. Wegverlauf während der Saison sehr gut ersichtlich, da der Verlauf aus dem Stein gehauen wurde. Pro Jahr 30.000 Besucher. An Spitzentagen 2.000 Besucher. Wegunterhalt vom Verein der Mythenfreunde. Restaurant auf dem Gipfel. Alle Wanderwege auf den großen Mythen führen über Holzegg. Das ist der rote Punkt auf der Karte. Auf der Karte, schwarz umkreist, ist das eidgenössische Jagdbann- und Wildschutzgebiet. Blau hervorgehoben sind die Korridore für den Wintertourismus. Schwarz gepunktet sind die Mountainbike-Routen. Blau hervorgehoben mit roten Punkten sind Schneeschuhrouten. Und das helle Rot, das sind die Wanderwege. In der Mythenregion trifft man auf die Wildtiere Gämse, Rothirsch, Reh, Murmeltier, Feldhase, Schneehase, Steinadler und das Birkhuhn. Großer Mythen, Höhe 1898 Meter, Lage Schweiz, Schweiz, Gebirge Schweizer Alpen. Heute ist der 14. Juni 2019, 10.11 Uhr. Schon morgens früh sind viele Leute unterwegs zum großen Mythen, wie diese Joggerin hier belegt. Der Mythenweg und das Restaurant sind nur bei schönem Wetter, je nach vorhandener Schneelage, ab Mitte Mai, Anfang Juni bis November geöffnet. Bei nasser Witterung ist Vorsicht geboten. Die rutschigen Steine können sehr gefährlich sein. Unbedingt Bergschuhe oder Wanderschuhe tragen. Keine Flipflops. Nicht barfuß gehen. Trekkingstöcke werden empfohlen. Nun befinden wir uns in einem kleinen Waldabschnitt. Hier können wir entspannt durchatmen. Hier ist es kühl und schattig. Schauen wir mal nach oben und sehen uns die Bäume und Vegetation genauer an. Obwohl es in diesem Video mehr ums Wandern als ums Klettern geht, ist ein Schwerpunkt die Beschaffenheit vom Felsen der Mythen. Dafür lohnt es sich, etwas von der Geologie zu verstehen, um sich optimal vorbereiten zu können. Es geht dabei immer darum, bereits zu wissen, was einen während der Tour erwartet. Von wo ein Felsen stammt, entscheidet darüber, wie geeignet er ist, um darauf herumzukraxeln oder sogar an ihm hochklettern zu können. Diese Beschaffenheit definiert die fürs Klettern und für alpines Wandern essentiellen Eigenschaften wie die Dichte, massiv, hart, weich, die Struktur, fest, lose, brüchig, brösmelig, sandig, von Löchern übersät, schichtenbasiert, kieselig und die Reibung. Griffig, stumpf, rutschfest, rutschig. Wenn viele Menschen einen Stein einer Felswand verwenden oder begehen, so wird er in der Regel speckig,
Steine, die Wasser ausgesetzt sind, werden auf natürliche Weise geschliffen. Gewisse Steinarten wie Kieselsteine, Specksteine und Quarze werden dabei rutschig und ihre Oberfläche gleicht dann zunehmend jener von Glas. So, und ab geht's. Die Mythenregion. Die Mythen sind genau das Gegenteil der sanften, grünen, gerundeten Nachbargipfel. Sie heben sich mit aller Wucht ab, sind scharf und kantig geschnitten und überragen sämtliche anderen Berge ihrer Umgebung. Die Gelehrten sagen, dass der Name vom lateinischen Wort Meta abstammt. Das bedeutet so viel wie Kegel, Pyramide, Spitzsäule. Die Gelehrten bezeichnen solche Bergformen als Klippen. Werbeleute und die Tourismusindustrie spricht vom Matterhorn für Wanderer. Die Felsen der Mythen ragen in den Himmel und die Wolken und Nebelschwaden, die sie oft umgeben, erwecken einen mystischen Eindruck. Sie erfüllen das Bild von einem echten Abenteuer, genauso wie jenem von reeller Gefahr. Beim Klettern auf den Mythen ist es überlebenswichtig zu wissen, dass es sich nicht um einen richtigen Kletterstein handelt. Es ist hauptsächlich brüchiger Kalkstein, viel ist lose und instabil. Teilweise sind die Kalksteine speckig. An vielen Stellen ist der Boden feucht und glitschig. Dazu kommt noch die Tatsache, dass für manch einen die Routen zu exponiert sind. Felsstürze und Steinschlag sind abseits der Wanderwege keine Seltenheit. Hier kann viel passieren, denn Fehler auf den Kletterwegen sind nicht gestattet. Ja,
Aber auch auf dem offiziellen Bergwanderweg zum großen Mythen kam es schon zu Unfällen. Manche von ihnen endeten sogar tödlich. Ich möchte hier nicht schwarz malen, denn es stimmt, dass der Weg am großen Mythen ziemlich sicher, gut erschlossen und ausgebaut ist. Deshalb ist er auch für Anfänger geeignet. Aber diese sollten sich vorher im Internet informieren und abchecken, welche Ausrüstung sie brauchen. Zudem müssten Beginner sich ebenfalls fragen, ob sie dieser Tour konditionell überhaupt gewachsen sind. Bei allen anderen Gipfeltouren der Umgebung sieht die Sachlage hingegen völlig anders aus. Sie sind äußerst anspruchsvoll und benötigen einiges mehr als nur Bergwandererfahrung. Bei den Gipfeltouren gibt es insgesamt 4 Optionen. Von Süden nach Norden. Das Adlerspitzli, der Großmythen, der Kleinmythen, der Hagenspitz. Den Wanderern und Touristen verbleibt aber nur die Wanderung auf den großen Mythen als einzige Gipfeltour. Ohne die notwendige alpine Erfahrung, die einen gesunden Respekt und ausreichendes Know-how erfordert, sollte der Abenteurer im Zweifelsfall besser umkehren. Wie immer gilt, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit in der Höhe sind neben der richtigen Ausrüstung, wie Wanderschuhe, ein absolutes Muss. Wenn es nicht auf den Gipfel, sondern darunter darum herum gehen soll, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man umwandert beide Gipfel, die Mythenrundreise, oder man sucht sich einen der beiden Mythen aus und umrundet diesen, die Zwischetmythen-Tour. Die Tour von Zwischetmythen zum Vorgipfel vom kleinen Mythen ist kein offizieller Wanderweg, was viele irrtümlich glauben. Ich habe dies schon in einigen Zeitungen so gelesen und möchte dies hier ausdrücklich klarstellen. Der letzte tödliche Unfall auf dem Bergwanderweg hinauf zum großen Mythen stammt vom 30. September 2018, was die Schweizer Polizei mitteilte. Auf dem Kletterweg über die Nordflanke zum großen Mythen stürzte am 4. September 2019 ein 20-jähriger Mann in den Tod. Er wurde am 5. September 2019 geborgen, wie Tele1 mitteilte. Die Hälfte aller tödlichen Bergunfälle im Kanton Schwyz geschehen in der Mythenregion, auf einem der 4 Gipfel, die ich zuvor aufgezählt habe. In der eher kurzen Wandersaison von Ende Mai 2019 bis Ende Juli 2019 waren laut Luzerner Zeitungsartikel vom 30.07.2019 in den Zentralschweizer Bergen bereits 6 tödliche Unfälle geschehen. 3 davon gingen aufs Konto vom kleinen Mythen und Hagenspitz. Gemäß Statistik passieren die meisten Bergunfälle aber erst im August, was diese Todesbilanz noch deutlich erhöhen könnte. In 2019 verstarben insgesamt 177 Personen in den Bergen. Die Anzahl der Einsätze, bei der die Bergrettung ausrücken musste, um jemanden in Bergnot zu retten, ist laut Statistik etwa 10 bis 20 Mal höher. 2019 waren es 2909 Berggänger, die in Bergnot gerieten und auf die Hilfe der Bergrettungsorganisationen angewiesen waren. Laut Schweizer Alpenclub, SAC, waren es 3211 Personen, die im Vorjahr 2018 gerettet oder geborgen werden mussten. Was mich bei der Statistik vom SAC am meisten erstaunt, ist, dass die meisten Notfälle beim Bergwandern geschehen und nicht etwa wie vermutet beim klassischen Bergsteigen.
Falls aber was passiert, enden beim klassischen Bergsteigen viel mehr Vorkommnisse tödlich. Die meisten der Berggänger waren entweder gestürzt oder abgestürzt. Zweithäufigster Rettungsgrund waren psychische Blockaden wegen Überforderung. Selbstüberschätzung ist nicht selten ein Vorläufer. Dabei wird dem Körper oder Geist etwas zugemutet, was das Level des Zumutbaren übersteigt. Da geht es über die Steigplatten rein. Dann da zu dem Tannenbaum. Oft mitverantwortlich sind Missstände bei der Gesundheit, wie Herz-Kreislauf-Probleme oder fehlende Kondition. Wenn der Körper nicht mehr leistungsfähig ist, der Abenteurer aber weder pausieren noch umkehren will, dann wird die Gefahr abzustürzen mit jedem Schritt größer. Im glücklichsten Fall führt solches Verhalten zu einer psychischen Blockade, die ein Weiterkommen verunmöglicht. Steinschlag ist ebenfalls keine Seltenheit, vor allem was die Mythen betrifft. Ein von vielen unterschätztes Risiko. Was viele Wanderer nicht begreifen, ist der Fakt, dass der Kleine Mythen ein Kletterberg ist. Der Anstieg vom Zwischet Mythen bis zum Vorgipfel des Kleinen Mythen ist relativ leicht. Doch danach hat die Tour überhaupt nichts mehr mit Bergwandern gemein. Deswegen benötigen unerfahrene oder unsichere Berggänger auf dem Kleinen Mythen zwingend einen Spezialisten, wie einen Bergführer. Ich möchte dieses Kapitel mit einem persönlichen Erlebnis abrunden. Auf dem Wanderweg habe ich bei der Umrundung dieser Zwillingsgipfel Steinschlag mit eigenen Augen und Ohren miterlebt. Ich wurde überholt von einer Joggerin mit Kopfhörern auf, die extrem laute Musik hörte. Sie überholte mich und ich wollte gerade ein Foto einer Gämse machen, als ich einen mittellauten Knall hörte. Die Gämse sprang zur Seite und rannte davon. Von oben flog ein Steinbrocken herunter, der größer als mein Kopf war. Ich habe ihn nicht fotografiert. Meine Kamera fiel mir aus den Händen und hing um meinen Hals herum. Der Stein knallte auf seinem Weg nach unten noch fünfmal auf, bis er etwa 200 Meter in Tiefe Richtung Wanderweg stürzte. So laut wie nur möglich schrie ich wiederholt: Stein! Darauf nochmals: Vorsicht! Und Steinschlag! Jedoch hat mich die Joggerin wegen ihrer lauten Musik nicht wahrgenommen. Ich habe echt damit gerechnet, dass sie das nicht überleben wird. Der Wanderweg führt um eine Kurve herum in einen Waldabschnitt direkt neben einer Felswand. Sie stand wirklich etwa nur 20 Meter vom Punkt des Einschlags entfernt, direkt vor der Kurve. Ich befand mich etwa 100 Meter entfernt und blieb besorgt reglos stehen. Sie hatte unglaublich großes Glück. Denn sie blieb erst stehen, als der Stein auf dem Weg vor ihr einschlug. Ich hörte einen dumpfen, sehr lauten Knall und er zersplitterte in unschätzbar viele kleine Stücke, die man sogar aus meiner Entfernung aus noch hören konnte. Hinterlassen hatte er etwa ein 10 cm tiefes Loch mitten auf dem Wanderweg. Dies war mir eine Lektion, denn ich liebe es selber, laute Musik zu hören, worauf ich im Steinschlag gefährdeten Gelände von diesem Zeitpunkt an stets verzichte. Geologie und Steinkunde. Der große Mythen, so wie wir ihn heute kennen, hat einen rötlich gefärbten oberen Teil. Nicht nur Geologen, sondern auch Gesteinsforscher finden dies äußerst spannend.
Dieser Farbenwechsel von Grau nach Rot verdankt der große Mythen einem neu dazugekommenen Gestein, das sich auf das schon Bestehende abgelagert hat. Das rötliche Gestein stammt aus einem früheren Ozean aus der Gegend zwischen dem heutigen Italien und Spanien. Es ist mit ca. 200 Millionen Jahren einiges älter als der gräuliche Untersatz, der nur etwa 50 Millionen Jahre auf dem Buckel hat. Der rötliche Kopf wurde über den Gotthard Richtung Norden geschoben, bis er den passenden Körper gefunden hat. Er hat darauf seine Weiterreise aufgegeben und ist auf dem schon bestehenden jüngeren Körper zum Stillstand gekommen. Erst dieser uralte rötliche Steinzusatz hat den großen Mythen zum wesentlich größeren der beiden Zwillingspyramiden gemacht. Deshalb sprechen viele Kenner vom Urstein des Mythen, sobald sie auf dem Weg nach oben den rötlichen Teil erreichen. Geologisch gehört der Stein der Mythen zu den Penninischen Klippen. Die Steintürme, wie sie heute in Schwyz stehen, sind Brocken, die ursprünglich in einem Teil des Urmittelmeers 150 Kilometer südwärts entstanden. Ihre Spitzen waren damals noch Klippen, die nur teilweise aus dem Wasser herausragten. Der oberste Teil davon wurde durch Erosion vollständig vom Hauptkörper abgelöst. Der Urfels vom Mythen. Der Rest, welchen die Geologen tiefere Decken nennen, verschiebte sich immer weiter nach Norden. Verantwortlich dafür war der faltenartige Zusammenschub des Ozeanbodens, der den Aufbau der mittelpenninischen Decke bewirkte. Als Penninikum wird die geologische Haupteinheit der Alpen bezeichnet. Ihr Stein und Felsen unterscheidet sich von demjenigen der Voralpen. Im Verlauf der Zeit führte diese Alpenfaltung zur Hebung der Alpen, so wie wir sie heute kennen und lieben. Wir kommen im Frühling. Zum Aussehen und der Form der Felspyramiden haben Wasser und Eis maßgeblich beigetragen. Innerhalb der letzten 2 Millionen Jahre waren die Gletscher der Eiszeiten formgebend für das Gelände. Sie bewirkten somit die Höhen, Tiefen und Unregelmäßigkeiten des Felsens. Geologen nennen diese natürliche Erdoberfläche das Relief. In der letzten Kaltzeit, die ca. 70.000 v. Chr. Stattfand, bedeckte der Roys-Muota-Gletscher die Landschaft des Tals vollständig. Experten sprechen von einem Eispanzer von einer Mächtigkeit von 800 Meter. Dies führte dazu, dass ein Teil der Gipfel der Mythen zuoberst aus dem Eispanzer herausragten. Diese Felsinseln inmitten des Eismeers weisen daher Moränen auf, die noch heute gefunden werden können. Ein großer Teil davon ist jedoch bei nacheiszeitlichen Bergstürzen begraben worden. Eine Moräne bezeichnet das gesamte Geröll, den Schutt und weiteres losgelöstes Material, das vom Gletscher abgetragen und wegtransportiert wird.
Siehst du hier die 35 auf der Felswand? Unterwegs hinauf zum großen Mythen sieht man ständig solche Zahlen. Kannst du dir vorstellen, was sie bedeuten? So, genug Theorie. Blicken wir mal nach unten. Hinter der Steinbank, die wir soeben passiert haben, befindet sich die Bergstation der Roten Flugbahn. Das erste Haus unten ist die Bergstation von Holzegg. Hier haben wir eine Seilbahn bei der Abfahrt nach Bruni zugesehen. Von hier unten, wo das Bergchen hinabsteigt, kommen wir. Also jetzt, nun haben wir ein freies Sichtfeld auf den kleinen Mythen. Der Weg hinauf bis zum Vorgipfel kann man hier gut erkennen. Er schlängelt sich auf dem Grün des Rasens hinauf, bis es zu den Felsen geht. Ist man auf dem Vorgipfel des kleinen Mythens angekommen, erwartet einen etwas Kraxelei über die Felsen. Dann führt der Weg wieder herunter und der letzte Abschnitt folgt, der finale Aufstieg zum kleinen Mythen. Direkt rechts hinter dem kleinen Mythen befindet sich der Hagenspitz. Wir haben nun das gesamte Albtal im Überblick. Die erste Ortschaft ist Bruni. Die ist am nächsten von unserem Standpunkt. Danach treffen sich die Bäume im Tal unten und dann die nächste Ortschaft ist Albtal. Dahinter, gleich vor Einsiedeln, folgt noch Trachslau und Einsiedeln liegt dort, wo der See ist, vis-à-vis. Schon wieder so eine Zahl auf dem Felsen, diesmal ist es die 41. Insgesamt sind es 47 Kehren hinauf bis zum Restaurant auf dem großen Mythen.
Die bewaldete Kuppe, Mitte links im Bild, der Fugellenstock. Dahinter folgt der Schülberg. Dann noch eine Ebene, folgen drei Berge. Dweriberg, Drusberg und Forstberg. Dann geht es herunter ins Muatertal. Nach dem Muatertal folgt eine langgezogene Bergkuppe, die relativ hoch ist. Das ist der Wasserberg Först. Mittig im Bild, was aussieht wie ein Wasserfall, ist die Bergbahn von Schwyz hinauf zum Stoß. Rechts davon befindet sich der Fronalpstock, direkt neben dem Vierwaldstätter See.
Hier sehen wir drei der sieben Seen, die vom großen Mythen aus gesehen werden. Von links nach rechts, der Zürichsee, der Greifensee und der Sielsee. So sieht's da aus. Da geht's drauf. Das Berghaus mit dem feinen Nussgipfel ist in greifbarer Nähe. Gleich zu meinen Füßen liegt Schwyz, dahinter folgt Brunnen, dann kommt der Vierwaldstätter See, auf der rechten Seite folgt das Rigi-Bergmassiv. Rigi-Hohenfluh ist die prägnanteste Spitze, nachher folgt eine flächere Kuppe, das ist Rigi-Scheidegg, und dann folgt wieder eine Spitze, das ist die Rigi-Kulm. Vor dem Rigi liegt der Lauerzer See. Neben der Rigi-Kulm sieht man noch ein kleines Stück des Zugersees. Ganz am Horizont hinten sehen wir noch den Pilatus zur Linken und der Sempacher See hinter der Rigi zur Rechten. Bergheil, liebe Bergfreunde.